Das war eine abenteuerliche Fahrt. 210 Kilometer, 4 Stunden bei beschissenstem Wetter, was man sich vorstellen kann. Stau ohne Ende, Baustellen. Aber wir sind angekommen. Wie man sieht, im Hintergrund unser Wohnwagen mit unserem neuen Zeichen drauf, mit unserem neuen Emblem. Ja, wir sind hier bei Familie Stapel beim Biohof. Und wir stehen direkt an der Weser. Also wir haben nicht nur von oben Wasser, sondern da vorne ist auch unten Wasser. Da hinten läuft die Weser lang. Ist eigentlich ein total geiler Platz hier. Also der ist wirklich toll, der Platz. Ja, wenn nicht so ein beschissenes Wetter wäre. Aber das kann man sich nicht aussuchen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal kurz, wo wir stehen und wie wir stehen. Und dann gehen wir zum Hof hoch und werden uns mal da ein bisschen was angucken. Kommen Sie! Sind die gut? Guten Morgen, heute ist Samstag. Ja, wir haben ja gestern leider nicht so viel Zeit gehabt. Wir durften uns ja nochmal den Hof angucken. Und ja, jetzt werden wir hier früh morgens wach, damit wir schon bald weiterfahren können. Und dann ist hier traumhaftes Wetter, Sonne. Ja, so wie es eigentlich gestern hätte sein können, damit man das hier ein bisschen besser hätte genießen können. Hier vorne direkt auf dem Platz, wo wir stehen, gibt es sogar ein
Kinderspielturm, total klasse. Also echt an alles gedacht. Und wenn man Toiletten und Duschen nutzen möchte, kann man da hinten an den kleinen weißen Einbau, da vorne sind zwei Türen, Toilette und Dusche, darf genutzt werden. Gegen kleines Zusatzentgelt, aber völlig in Ordnung. Strom gibt es hier auch, wer Strom braucht. Also hier ist wirklich für alles gesorgt. So, das ist das kleine Toilettenhäuschen und Duschhäuschen. Zwei Türen. Für diese Tür haben wir unseren Schlüssel bekommen. Und das ist die Toilette. Das sieht richtig anständig aus, wie ich finde. Und da vorne eine richtig große, ich würde sogar fast sagen, behindertengerechte Dusche. Ja, und das hier sogar an einen kleinen Tritt gedacht wurde, damit auch Kinder besser hier an das Waschbecken oder sogar auch zu dem Spiegel rankommen. Das ist ja schon wieder für mich ein Highlight, ne? Absolut kindgerecht. Toll. Echt klasse. Klein, aber fein. Ja, und dann kommt man aus dem Toilettenhäuschen raus, guckt auf den kleinen Berg, wo die Sonne drüber steht und einen blendet und geht wieder zurück zu seinem Wohnwagen. Das ist echt toll. Also schade, dass wir nicht wenigstens heute noch ein bisschen länger hätten bleiben können. Wir müssen aber schon mittags um 12 leider woanders sein. Also das hätte ich jetzt bei dem Wetter echt gerne noch genossen. Öffnet wohl auch am 1. Mai und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, täglich für die Landvergnügen-Gäste und für die anderen Campinggäste, die da hinter dem Haus, da sind Dauerstellplätze. Ja, und für den Fähranleger, für den Fährgästen, was möchte, das ist ein öffentlicher Imbiss und da werden dann die eigenen Produkte der Kühe bzw. Rinder angeboten. Sollen wir leckere Wurst geben? Die werden wir heute noch holen und dann schauen wir mal. Ja, alles in allem wirklich ein schönes Plätzchen hier, wenn das Wetter für uns gestimmt hätte. Aber da kann ich ja dann nicht den Platz schlecht beurteilen. Nur weil das Wetter kacke war. Ich trinke jetzt noch einen Kaffee. Dann müssen wir schon einpacken. Wir haben Trial-Wochenende für die Kinder. Samstag und Sonntag, also heute und morgen, ist Saisonvorbereitungstraining im Fahrradtrial in der Nähe von Kassel. Ja, ich muss auch erstmal wach werden. Ich habe noch ganz dicke Augen. Bin noch gar nicht richtig wach. Und dann werden wir noch ein ganz kleines bisschen aus dem Fenster gucken für 5 Minuten und hier ein bisschen die schöne Aussicht genießen und dann war's das. Dann müssen wir leider weiterfahren. Aber das nächste Landvergnügen wird bestimmt ausführlicher bei uns. Wir sind mittlerweile wieder zu Hause. Das Wochenende ist vorbei. Wir haben uns noch kurz vor der Abfahrt von Familie Stapel eine schöne große 10er-Packung Rinderwürste mitgenommen. Die landen bei uns auch gleich auf dem Grill und werden verköstigt. Ich habe Geburtstag, es kommen ein paar Freunde, Familie und die wollen wir dann gleich mal ausprobieren. Wem das Video besser gefallen hat als mir selbst, der kann uns einen Daumen hoch geben
der kann uns abonnieren. Das nächste Landvergnügen wird mit Sicherheit besser. Auch das Video, das ist leider jetzt alles nicht ganz so gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir wollten euch trotzdem zeigen, wie wir das erste Mal Landvergnügen gemacht haben. Wir haben nur leider bei dem Dauerregen und völlig durchnässt nicht so viel gefilmt. Und das ist einfach anders gekommen, als wir uns das gedacht haben. Ein paar nette Bilder haben wir ja trotzdem. Familie Stapel ist total nett und freundlich, hat den Kindern und uns alles gezeigt, trotz Regen. Aber ich meine, die sind das auf dem Bauernhof vielleicht noch gut. Ja, für uns war es schön. Ich hoffe, für euch auch ein bisschen. Denkt an den Daumen, denkt ans Abonnieren, dann gibt es noch mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.